Toni Kroos wird seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft trotz des WM-Debakels fortsetzen. Das gab der Weltmeister von 2014 in einem Interview mit der Bild-Zeitung bekannt. Ja, ich werde den Weg bis zur EM 2020 weitergehen und habe mir selbst als großes Ziel gesetzt, dass wir dort deutlich erfolgreicher sind als zuletzt, sagte der Mittelfeldspieler von Champions-League-Sieger Real Madrid. Allerdings betonte der 28-Jährige, dass er künftig mehr Ruhepausen brauche. Dies habe er Bundestrainer Joachim Löw bereits mitgeteilt. Mit Kritik reagiert Kroos auf den Rücktritt von Mesut Özil. Die Art und Weise war nicht in Ordnung. Der Anteil, der in seiner Erklärung gut und richtig angesprochen wird, wird leider durch den wesentlich höheren Anteil an Quatsch überschattet, sagt Kroos. Özil wisse selbst, dass es Rassismus innerhalb der Nationalmannschaft und des DFB nicht gebe.